Zu den Risikogruppen ist vielleicht auch noch zu sagen, dass gerade in letzter Zeit im Netz beschrieben wird, die Probleme bei Welpen. Ich verstehe, also ich kann nur dir jetzt empfehlen, die Betroffenen oder sogenannten Betroffenen, das klingt zu Risiko, die Gewebe, die möglicherweise Schilddrüsen enthalten können, würde ich sowieso einen Welpen nicht füttern aufgrund des relativ hohen Fettanteils. Das Stoßfleisch, Stichfleisch hat relativ sehr viel Fett. Das ist für eine Welpenfütterung sowieso nicht geeignet, weil wir ein mageres ein Fleisch mit viel weniger Fettanteil brauchen. Das heißt, das ist sowieso nicht als Junghundefütterung aus einem zweiten Grund, nämlich dem Fettanteil geeignet. Damit schließt sich das eigentlich schon aus. Wir haben bei Sichtung der Studien im Internet keinerlei Hinweis gefunden, dass der Anteil an Schilddrüsenhormonen in Hühnerhälsen gemessen wurde oder irgendwie erhöht ist. Die halte ich speziell bei jungen und wachsenden Hunden aufgrund des ausgewogenen Calcium-Phosphor-Verhältnisses der Knorpeln, die enthalten sind, für sehr gut. Der Schilddrüsenanteil, ich kann Ihnen keine wissenschaftliche Publikation dazu sagen, weil der natürlich geforscht worden ist, weil noch keine Probleme aufgetreten sind. Üblicherweise würde ich das für sehr gut halten, weil der Knorpel- und Knochenanteil für die wachsenden Hunde sehr gut ist. Speziell das Calcium-Phosphor-Verhältnis. Ich will die Aufregung aus dem Thema ein bisschen nehmen. Hunde fressen die letzten 20.000, 30.000 Jahre nichts anderes als Schlachtabfälle, weil die anderen Teile wir uns behalten haben. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Mittlerweile werden unsere Hunde, die gebarft werden, mit beschautem, für menschlichen Verzehr zugelassenem Fleisch gefüttert, wie zum Beispiel Rinderherz oder Kuddelfleck. Kuddelfleck ungeputzt und grün, wie wir es den Hunden oder manche den Hunden geben, ist nicht für menschlichen Verzehr. Wenn die mit Waschmaschinen, gibt es eigene Fleckwaschmaschinen, gewaschen werden, ist eine Spezialität, die für den Verzehr geeignet ist. Sie sehen, es sind ganz normale Produkte, die für den menschlichen Verzehr auch geeignet werden, die wir für die Rohfütterung der Hunde verwenden. Ja, es stimmt, man soll im Auge haben, dass es einzelne Hunde gibt, Rassen oder Altersstufen gibt, die für Probleme inklinieren, aber sie bemerken diese Probleme überraschenderweise und können es einfach durch eine Änderung der Fütterung beseitigen. Sie haben die Beseitigung der Ursache. Beobachten Sie Ihre Hunde genau, füttern Sie ausgewogen, abwechslungsreich, nicht nur eine Fleischsorte, sondern verschiedene Fleischsorten und Sie werden wahrscheinlich nie Probleme bekommen. Sollten Sie noch Fragen zu dem Thema haben, posten Sie einfach hier.